Yeah, Buddy, was geht, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen zu einer neuen Runde League of Legends Community gegen den Rest der Welt. Ich habe heute für euch Sejuani im Jungle, und das ist eine Hommage an Larissa. Schön, dass du immer dabei bist. Ich weiß, du spielst Sejuani sehr, sehr gerne, Sejuani und Shyvana. Und ich habe an dich gedacht und ich habe mir einfach gedacht, komm, spielen wir mal, machen wir Larissa einfach mal eine Freude. Ich möchte dir eine Freude machen, Larissa. Und deshalb gibt es heute natürlich auch für alle anderen von euch, die an diesem Champion irgendwie Spaß haben, mit einem sehr, sehr tollen Skin, Sejuani im Jungle. Ich werde sie Full Tank spielen, also so wie es hier auch empfohlen wird. Nix AP-lastiges mit rein. Ich werde sie als Frontline CC ultra starken Tank spielen. Also so wie ich denke, dass sie auch am ehesten in ein Ranked reinpasst. Wir haben sonst auch keinen im Team, der super tanky wird. Vladimir wird auf jeden Fall auch tanky, aber mit super tank meine ich halt sowas wie Trundle, Maokai und so weiter. Also diese Champions, die die Frontline-Rolle komplett übernehmen. Das kann theoretisch hier bei den Gegnern ein Warwick. Das kommt ein bisschen drauf an, wie er gebaut wird. Eventuell, ja, entweder mit Tanky-Items am Anfang, oder man kann ihn ja auch durchaus anders bauen. Das heißt, als On-Hit-Effekt Warwick. Das mag ich selber auch sehr gerne. Also ich mag dann lieber den Damage. Aber mal schauen jetzt, was passiert. Vladimir in der Top-Lane gegen Riven. Da muss er ein bisschen aufpassen. Ich glaube, Riven ist ganz gut gegen Vladimir. Allerdings, ja, hängt es auch ein bisschen vom Spielstil ab. Wie wird er sich jetzt gleich schlagen? Was haben wir hier? Teemo als Supporter. Da wird es schon mal richtig spannend. Also die Community lässt sich da immer was Schönes einfallen. Ich bin selber gespannt, wie das funktioniert. Ich weiß, das kann funktionieren. Gerade durch den Blind, also dadurch, dass der Gegner die Auto-Attacks nicht trifft, finde ich, ist Teemo auch gar nicht mal so schlecht. Und er steht hier unsichtbar. Dieser kleine Schabernickel. Okay. Reißt mir schon ein paar Leben weg hier, der Buff. Aber es ist insgesamt kein Problem. Ich kann ja hier easy peasy auch noch wegsmiten. So, Level 3 ist am Start. Hier die Riven, die wird immer schwächer. Es ist aber gepusht. Ich kann mich hier mal drum kümmern. Und da haben wir das First Blood. Der kleine Tito ist und das ist sogar relativ knapp. Shit. Was haben die Gegner für einen Jungler? Sie haben den Warwick. Der sollte ja nicht allzu viele Leben verlieren. Ich will trotzdem mal vor... Okay, er ist unten. Oh, no, no, no. Er ist unten. Dann klaue ich ihm wenigstens seinen Buff. Ja! Und er ist nicht gestorben, unser Varus. Er ist nicht gestorben. So soll es laufen. Ich glaube, mir fällt gerade auf, als ob hier ein kleines Echo in meinem Zimmer ist. Es liegt aber daran, weil sonst die Wäsche hier drin ist. Und das ist alles jetzt gerade ziemlich clean. Das heißt, der Schall prallt natürlich sehr viel leichter von den Wänden ab. Ich hoffe, es stört nicht. Ich hoffe, es ist trotzdem in Ordnung und angenehm. Und ich würde doch hier mal... Ne, im Grunde kann ich jetzt wirklich zurückgehen. Ich habe jetzt erstmal ein bisschen was gesammelt. Ich kann mir jetzt hier das Stalker's Blade holen. Damit zusätzlicher CC. Obwohl es nicht so ist, als ob Sejuani nicht genug CC hätte. Aber ich finde es trotzdem immer schön, wenn man das Ganze... Wenn man das Kit... Den Drake hat er gemacht. Level 3. Oh... Es ist aber nicht so, als ob man eben den Item-Build nicht mit dem Kit halt verbinden kann und dadurch halt, ja, das Ganze sogar noch verstärken. Sejuani hat super viel CC. Ich werde es eben jetzt durch Stalker's Blade, kann ich die Gegner noch besser an mir dranhalten. Ja, und für viel CC im ganzen Team sorgen. Also ich finde Sejuani ultra klasse. Ich weiß noch, Larissa, als du mit mir gespielt hast und wolltest beweisen, hey, dass Sejuani ein guter Jungler ist, beziehungsweise eine gute Junglerin, das ist sie auf jeden Fall. Also da gehe ich... 1000%ig konform. Wie sieht es denn jetzt aus vom CS hier bei den Jungs? 13 zu 13. Die Frage ist, wo laufe ich jetzt lang? Hier. Oh, sie hat beide. Sie hat beide Schadensquellen kassiert. Hier ist auch nichts zu holen. Na, ihr seht schon, ich versuche ein bisschen zu invaden, muss aber dazu sagen, dass Sejuani mit Sicherheit nicht der invade-stärkste Champion ist. Also man sollte sich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Und kann es mal versuchen, da ich den Red Buff jetzt noch habe, kann ich es versuchen. Die Q hebe ich mir auf und da ist der erste Kill. Sauber. Erste Kill für unser Team. Riven hat trotzdem Kill bekommen, aber ich... Oh, was macht Teemo? Ich kann auch nicht so richtig ganken. Es ist jetzt überall gepusht. Ich würde es vielleicht mal in der Top-Lane versuchen. Ja, oder ich muss hier bleiben. Alto Belly. Level 3 gegen...
Okay, gegen Level 4 und Level 4. Timo auch Level 3. Er kommt. Er hat viele Tränke dabei. Kein Ward. Die Wards hat er aber hier. Das ist in Ordnung. Also ich würde gerne ein bisschen aushelfen. Wir haben Level 4 Varus. Ich bin Level 4. Das heißt, hier wäre es schon mal ausgehen. Dann sagt dem Varus, der soll richtig spielen. Der ist badass. Okay. Was ist das denn für ein Flamer? Ah! Das ist einer, der nicht aus der Community ist. Das ergibt richtig Sinn, finde ich. Das ergibt richtig Sinn. Der nicht aus der Community ist, gleich der hier rumflamte. Die Frage ist, ohne CC, was soll man da machen? Was soll man da machen? Wir. Vorsichtig, vorsichtig, Bro. Ich kann nicht vorbeikommen, verdammt. Ich muss irgendwie. Ahri ist jetzt Level 6 wahrscheinlich, ja. Dadurch ist sie auch mobil. Alles gestaltet sich gerade schwierig, aber gerade im Teamfight profitiert Sejuani enorm. Kann alle C10, alle stunnen sogar. Also wirklich alle Hard C10. Das ist schon sehr geil. Aber jetzt gerade. Also normalerweise kann man mit Sejuani auch schon ab Level 3 ordentlich ganken. Ihr habt die Q, also ihr habt einen Gap Closer mit Knock-Up. Gleichzeitig habt ihr dann sogar noch einen Slow hier drauf, der auch ordentlich ist. Also ich finde Sejuani auch. Richtig schön strong. Und unser Wladimir, der wird es carryen. Good job. Und darum geht's. Ich werde dann einfach zusehen, dass ich hier ein bisschen Schutz für, also entweder für Wladimir oder für unseren ADC oder was, bereitstelle. Das Coole ist, Sejuani kann das. Sie kann gleichzeitig mit der Ulti engagen und immer noch mit ihrer QE die Frontline der Gegner oder die Bruiser zum Beispiel, die an unsere Carries ran wollen, die kann sie immer noch slowen. Ich finde das total crazy und das erinnert mich total an Nautilus, der das zum Beispiel auch kann. Er ultiert einfach nach vorne, es wird dadurch engaged und gleichzeitig kriegt das trotzdem noch gebacken, hinten zu stehen und seinen ADC komplett zu schützen. Okay, ich gehe weiter. Hier ist Cinderhulk, ist das Ziel. 1100. Okay, habe ich. Wie sieht es hier aus? 1 und 2. Das geht schon, das geht schon. Solange die jetzt nicht überfeedet werden, ist das in Ordnung. Ich habe jetzt erstmal Barmy Cinder. Das hilft mir auf jeden Fall. Komme ich viel, viel besser durch die Camps, besonders durch dieses Camp, also die Camps, wo auch viele Minions auf mich warten oder Monster. Oh! No, schade. Und der nächste Auto-Attack hätte sie sogar auf jeden Fall getötet. Ah, Talon ist da. Ganz starker Pick. Kommst du weg? Ja, kommst du weg. Easy. Easy, dass ich auch so blöd frage. Talon und nicht wegkommen? Alter, mega easy. Ein gut gespielter Talon ist auch recht gefährlich. Talon gehört übrigens auch mit zu den Most Banned, ich glaube, 20 Champions oder so. Jetzt habe ich meine Ulti. Jetzt kann es Rambazamba geben. Oh! Ich komme, Bro. Hat sie gewardet? Oh mein Gott, weiß sie es? Oh mein Gott, die könnte mich auch töten, oder? Okay, ich hab sie. Okay, wenigstens das war gut. Alto Belly. Ein bisschen zu früh ist der Wladimir da, ich sag mal, sofort reingegangen. Okay, so wie ich sehe, Warwick ist unten. Das heißt, ich kann jetzt hier auch wirklich ein bisschen pushen, ein bisschen Erfahrung sammeln. Die W skill ich hoch, die E als zweites. Ich weiß nicht, was bei Teemo. Ah, in der Botlane. Das ist einfach die Sinne. Ja, sie haben noch einen Kill bekommen. Und das ist in Ordnung. Lasst uns ins Late Game kommen. Ich weiß, da ist Warwick auch sehr stark. Aber im Late Game will ich, gerade in dieser Teamfight-Rumgetänzelphase, wie ich sie gerne so nenne, genau da will ich engagen. Am besten Fall alle treffen. Wenn das gelingt, kann man einen Teamfight gewinnen. Wenn das nicht gelingt, kann man trotzdem gut was reißen. Also es ist nicht. Oh nein, die holen sich den nächsten Drake. Da haben sie richtig Kontrolle, ne? Also man muss nicht mit Sejuani alle treffen, um einen Teamfight zu gewinnen, aber man kann mit ihr auf jeden Fall ja sehr nützlich sein. Es reicht aber auch manchmal, wenn man die Carries richtig rausfischt oder die eigenen Carries beschützt. Also es ist sehr, 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 sehr vielseitig, dieser Champion. Und das ist genau das, was man meint, wenn man von Utility spricht. Okay, die holen sich. Nach dem Camp würde ich den mal checken, den Drake. Unser Timo hat da irgendwie nicht so Lust, glaube ich, mal zu gucken. Oh, Leute! Ich kann mir so gut vorstellen, dass der hier ist, der Warwick. Ah, oh, ist er nicht.
Korrekto. Korrekto. Dann sorge ich jetzt erstmal hier für ein bisschen Sicht. Barb wird gleich weggesmited. Das Problem ist natürlich für eine Sejuani im Vergleich zu Warwick, die kann nicht den Drake kontrollieren oder viel, viel schlechter. Nur durch die Ganks und indem sie die Mid- oder die Botlane rausnimmt. Alter, was ist denn? Oh Gott, das geht! Pusht er oder push? Oh mein Gott, das war ja perfekt. Puh, was macht der? Alter! Ey, ganz ehrlich, ich weiß aber auch gerade nicht, was da bei Varus gerade los war. Oh nein, Warwick sieht mich ja hundertprozentig. Komm schon! Kill sie! Kill sie, Bro! Du kannst sie killen, du hast doch deine Ulti! Der hat doch seine... Ja, also, und jetzt... Alter, willst du mich verkackern? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los in diesem Spiel? Alto Belly! Und er ist tot. Was zum Henker war das denn? Hat sich aber krass outplayen lassen hier auf jeden Fall. Ich habe es überhaupt auch nicht verstanden. Varus ist hier durchgelaufen? Dann, also... Allein das schon hätte ich nicht gemacht. Ich als Sejuani kann natürlich wegkommen ohne Gelbcloser. Einfach durch. Das war ein ganz, ganz riskanter Move. Oh nein. Und Riven killt jetzt hier sogar noch Vlad. Das verspricht sehr, sehr schwierig zu werden. Ich bleibe aber positiv. Ihr wisst, wie oft sich das schon ausgezahlt hat in den Videos. Ich habe es schon so oft aufgenommen. Wir standen so weit zurück. Auf einmal in der Teamfight-Phase hat sich alles gedreht, gewendet. Und wir haben das Ding noch gewonnen. Ich weiß aber nicht, ich habe die Moves einfach gerade nicht verstanden und das macht mir ein bisschen Sorge. Ich war hier, mit meiner Ulti habe ich leider auch nicht getroffen. Es war alles sehr, sehr knapp. So, Teemo ist jetzt auch tot? Nein, er lebt, er lebt. He's alive. Komm schon, Teemo. Ja, doch, er lebt, er lebt, er lebt. Müsste passen, oder? Ja, es passt. Wunderbar, vielleicht dann der Poke von Varus im Late Game. Keine Ahnung, wie wir das knacken wollen. Aber eins ist sicher, wir bleiben positiv und wir werden kämpfen. So war ich, Povrat heiße. Oh yeah. Ulti ist wieder am Start, das heißt, es gäbe eine Möglichkeit, ob jetzt in der Botlane was. Teemo Support. Ah, ja. Hätten wir wenigstens harten CC noch. Ja, sauber. Bumm, weg. Da gehe ich auf Nummer sicher. Nichts riskieren, bevor ich da bevor ich die 9 Sekunden irgendwie an ihm rumtanzen muss. Hier ist noch jemand unterwegs. Na, schade, schade, schade. Aber insgesamt hinterlasse ich mal fürs Team einen Good Job. Auch nicht schlecht. Countert Teemo eigentlich die Ulti von Warwick? Oh shit, 2-4 steht der. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich dachte, er dominiert. Countert Teemo die Ulti von Warwick, weil sie 3 Ornith-Effekte mitnimmt und Teemo sozusagen die 3 Ornith-Effekte komplett wegblinden kann? Ist das so? Weiß ich nicht. Schreibt es mir in die Kommentare. So, gibt es denn hier überhaupt eine Lane, die dominiert? Ja, die gegnerischen Lanes. Fuck, Warwick im Vergleich zu mir dominiert zum Glück nicht. Hier starke Dominanz, hier Dominanz, hier Dominanz. Boah. Ich vertraue auf das Warwick, auf das Late Game von Wladimir. Und inzwischen macht ja auch meine W richtig schön Schaden.
Ich gönne mir hier weiter. Auf jeden Fall erstmal Deadman's Plate. Ich werde genau diese Items anpeilen. Was haben die denn da, ne? AP. Also, sie haben Ari als APler, sonst insgesamt mehr AD. Also, ich werde schon zusehen, dass ich insgesamt mehr Rüstung an den Start bekomme. Hier kann ich nochmal switchen. Hier kann ich switchen. Ja, wie sieht's aus, Vlad? Wie sieht's aus? Dem könnte ich eigentlich helfen. Auf den ist, glaube ich, schon so Verlass. Bisher hat er sich. Eigentlich hat er sich ganz gut geschlagen. Dadurch, dass er hinten liegt und immer noch mehr Farm hat, ist für mich schon so ein Zeichen, dass der ganz gut dabei ist. Wupp. Okay. Hä? Talon hatte doch noch seine Ulti. Ich bin doch nicht blind. Der hätte doch hier rüber oder raus ulten wenigstens können. Ulti hat wesentlich kürzere Abklingzeit als ein Flash. Na gut. Vielleicht kann man das als Tipp ja fürs nächste Spiel mitnehmen. Oder vielleicht kann der Talon das da so ein bisschen für sich mitnehmen. So, ich komme jetzt hier. Ja, ich komme jetzt hier vorbei. Ich bin mir nicht sicher, ob er mich gesehen hat. Boah, fuck. Doch, das ist gut. Das ist ganz gut. Ich glaube, er kann sie ja. Oh, shit. Oh, nee, ne? Yo. Coole Kombination. Habe ich bei Larissa schon ganz oft gesehen. Also bei dir sitzt die auch, Larissa. Die Q-Ulti-Kombination. Das geht so schnell. Ihr verkürzt den Weg. Da kommt kein Schwein weg, ey. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Obwohl in dem Fall ist es kein Schwein, kein Wildschwein, sondern obwohl. So ein Poro-Schweinchen, ne? Na gut, egal. E wird weiter hochgeskillt. 1100 habe ich. Habe ich. Habe ich nicht. Habe ich aber so erstmal die Magieresistenzschuhe. Ich habe zwar gesagt, ich kaufe mehr Rüstung. Warum jetzt Magieresistenzschuhe? Ich will einfach die Tenacity haben. Reduces the duration of stuns, laws, taunts, fear, silence, blinds, polymorphs and immobilizes. Ja, bei drei, also um 30% im Endeffekt. Weniger CC-Effekte. Klar. Es ist auf jeden Fall noch nicht verloren. Das sieht sogar irgendwie gerade, habe ich so das Gefühl, das sieht gut aus, ey. Wir kommen so langsam, wir kommen so langsam. Wobei, solo sterben sie alle, ne? Da, wo ich nochmal vorbeikomme, kann man vielleicht was machen. Ich werde mein Bestes geben, das ist klar. Ob es reicht, das weiß ich nicht. 10 Jahre, 6. Ja, cool, Alter, der hat CS. Vernünftig. Oh, danke, Alter. Dass er hier weg ist. Das wird hier interessant. Ich bleib mal da. Je nachdem, was Talon versucht. Ich kann das nicht einschätzen. Ich konnte seine Moves vorhin auch nicht richtig einschätzen. Ich weiß nicht, was hier noch passiert. Ob der Warwick jetzt mit der Ulti vielleicht engagen will. Kann mir gut vorstellen. Jetzt hier. Freunde. Yes, er hat schon mal verfehlt. Timo, are you there? Timo! Riven war so schwach. Oh nein, ne? Riven war doch nicht so schwach. Wo ist sie? Ich gehe jetzt hier rein. Ich gehe hier rein. Na gut, dann ist Riven schon rechtzeitig weit genug abgehauen. Na komm, warte, ich kümmere mich mal um die Minions. Dann können die hier nämlich in Ruhe pushen. Oh, und wir haben Tower bekommen. Ey, sag mal, ist der Jhin jetzt AFK? Nachdem er einmal gestorben ist? Nee. Das wäre ja ein Träumchen. Ey, ich sag's immer, stay positive. Dasselbe kann euch auch in einem Rank passieren. Oh, oh. Ja, ist klar, Alter. Timo, willst du mich verkackeiern? Bumm. Bumm. Müssen wir sowas von haben, Alter. Sowas von haben. GG well played, Alter, würde ich sagen. Wenn der Jhin nicht zurückkommt, GG well played. Yo! Ey, das zahlt sich so aus. Echt. Versucht weniger zu flamen, mehr sich darauf zu konzentrieren, hier die Plays zu machen. Und das in den meisten Fällen zahlt es sich echt aus. Der Warwick, will das wissen? Der will Zeit gewinnen, ne? Ich sehe das doch, ey. Der Affe will doch Zeit gewinnen. Oder besser gesagt, der Werwolf. Oh, wenn er seine Ulti hat, wird es gefährlich hier.
Bob, nächstes Item fertig. Bin fast schon am Überlegen, ob ich jetzt Dornpanzer baue. Mit 2700 lohnt sich das, mit 2700 Leben. Vamox lohnt sich auf Sejuani enorm. Sie hat ja diese Skalierung mit ihren zusätzlichen Leben. Und dadurch wird der Schaden der W sehr hoch. Also sehr cool. Sie wird ein Tank, sie wird eine super Frontline. Sie wird nicht zu besiegen. Gleichzeitig Cooldown Reduction. Das ist das Coole an Vamox. Cooldown Reduction und eine ultra starke W. Also ich glaube, ich werde das einfach mal versuchen. Ich finde es sehr gut. Also es ist wirklich ein Item. Es passt sehr gut in ihr Kit rein. Und Jhin ist da. Okay, der ist gar nicht weg gewesen. Ja, okay, das. Ja. Ich weiß nicht, ob Jhin jetzt zurückgekommen ist. Sofort ist er tot. Keine Ahnung. 0-5. 1-2, also Varus stirbt eigentlich. Ist das mehr der Team oder irgendwie? Oh, Leute. Leute, ja, sie machen ihn. Oh, ist vorbei. Okay. Okay, ich bin raus. Tschüss. Es sei denn. Es sei denn, in 2 Sekunden. Ich habe meine Ulti. Bob. Bob, Bob. Ja. Ey, diese Kombination, die ist schon echt herrlich, ne? Oh. Nein. Wieso trifft sie den Knock-up? Och, please. Ich habe extra diesen Sidestep gemacht, aber die Hitbox ist einfach zu groß. Ja, alles in allem bin ich mit Sejuani zufrieden. Aber das Spiel könnte sich jetzt langsam schon zu unseren Gunsten entwickeln. Wobei, Vladimir hat Riven. Ach, guck dir das mal an. Die Riven jetzt 6-mal gestorben. Ja, das ist ja schon wieder sweet. Und der Vladimir pusht weiter. Vladimir im Late Game. Wenn er gut eingesetzt wird, auf jeden Fall eine Carry-Maschine. Ich gönne mir jetzt hier Kindle Jam. Ich habe jetzt endlich ein bisschen Cooldown Reduction. Das feiere ich. 10%. Wenn du diese W halt auf kurzen Cooldown hast, ihr müsst euch ja vorstellen, hier. Einmal habt ihr den Auto-Attack Resetter und dann 4 Sekunden lang schwingt Sejuani so ihre Keule. Diese Poro-Cake-Keule. Und also Cookie-Keule, genau, das passt vielleicht besser. Und wenn ihr also hier eine Abklingzeit habt von 4 Sekunden, dann habt ihr permanent diese geniale Fähigkeit. Also genau, unter der Voraussetzung natürlich, ihr habt genug Mana, aber die kostet 20 Mana, das ist gar nichts. Ja, also gegen den Warwick mache ich hier auf jeden Fall den besseren Job und das freut mich schon mal. Meine Jungle Lane sozusagen, die dominiere ich. Ja, muss aber auch immer überall jetzt rotieren. Und der Warwick muss nicht viel machen und. Ja, so leicht töten sie mich natürlich nicht. Das ist schon das Coole, ne? Oh, komm ich noch weg? Puh, nee. Aber ja, auch natürlich jetzt. Ja, jetzt fehlt uns der Schaden, ne? Normalerweise ein Talon, das ist einer, wenn er reingeht. Puh, dann bluten die Carries durch. Aber Talon. Nochmal gucken, was er hat. Ja, dem fehlt, sage ich mal, noch 1 bis 1,5 Items. Wladimir ist aber gut unterwegs. Das Coole ist aber, Talon hat trotzdem einigermaßen vernünftig gefarmt. Ahri sehr gefährlich, ja. Teemo eher useless, obwohl ich seine Pilze cool finde, wenn die Gegner das nicht gut wegsweepern. Und man sieht es zum Beispiel an den Trinkets der Gegner, die haben keine Sweeper. Genau, also eigentlich, ich sehe da gute Chancen noch für uns. So, der geht jetzt weg. Ich habe 3200 Leben. Ah, die gehen nicht durch den Pilz. Warum gehen sie da nicht durch? Warum gehen sie da nicht durch? Warwick hat keine Ulti. Wie geht denn der Tank? Ja. Ich mag den On-It-Effekt Warwick ein bisschen mehr, aber als Tank ist er auch sehr useful. Oh, really? Really? And there she goes. Ich habe mein Ulti nicht perfekt getroffen. Varus hat seine auch nicht getroffen, leider. Und Teemo, ja, die Pilze halt, ne? Wladimir ist tot. Das ist aber auch ein Battle zwischen denen, ne?
Ja, sie wissen es, okay. Okay, das ist alles kein Problem. Es fehlen allerdings viele. Oh, es fehlen viele. Kurz gesagt und schon passiert's, dass die Ari hier vorbeischaut. Ja, in den ganzen Pilzen würde ich sogar was versuchen. Haben wir, haben wir, haben wir! Yes! Yes, yes, yes! Da hat das ganze Botlane-Trio gut reagiert. Oh, die ist auch noch da, Alter. Das ist schon Verarschung, ne? Oh, Teemo ist unsichtbar. Teemo ist unsichtbar! Lauf! Lauf, kleiner Jordel! Das macht er gut. 1400 habe ich noch nicht, aber ich verkaufe jetzt meinen Pott und dafür gibt es ja zumindest einen Ruby-Kristall. Ich habe schon unheimlich viele Leben. Meine Überlegung wäre wirklich nach Vamox. Ich glaube, da ist Dornpanzer echt cool. Djinn ist fett, Riven ist fett. Gegen Ahri bräuchte ich noch vielleicht sowas wie Banshee's Veil. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Oder Spirit Visage. Spirit Visage oder wie man auch immer man das nennen will. Auf jeden Fall wäre das nochmal ein cooles Item. Schön. Das Coole ist, dass Vladimir wirklich viel ignoriert wird. Der pushert hier. Der pushert hier, der Junge. Und so ganz ist er auch nicht mehr zu besiegen, ne? So, Talon hat seine Ulti. Jetzt zündet er sie. Und kommt weg. Holy! Und er kommt wirklich weg. Ey, der strapaziert die Nerven schon aufs Übelste. Haben wir. Yes, sehr gut. Oh, die Ulti. Sie kommt und fliegt. Nein! Da sind aber ordentlich Flashes geburnt worden. Oh, come on, come on, come on, come on. Ja. Ey, wir rasieren sie. Und wir werden sie komplett durchrasieren. Hallo, kleiner Mann. Hallo, Warwick. Ich bin's, die fette Sejuani. Fette Schweinchen. Leckeres Steak. Versuche mich doch zu killen. Oh ja, es wäre ein Drake für uns. Es wäre ein Drake für uns. Es wäre ein Drake für uns. Das würde ich feiern. Weil sie einfach schon fucking drei Drakes haben. Vielleicht hilft mir wenigstens einer. Leute, werdet ihr nicht zu gierig. Divet nicht. Bitte nicht. Überlasst ihn dann auch nicht den nächsten Drake. Oh, was passiert hier? Schön. Die Pilze kommen gut. Also ich kriege ihn auch im Zweifelsfall alleine. Aber es dauert einfach. Und wenn der Warwick das vorher spottet und ich unter 50% meiner Leben komme, dann kriegt das mit. Und wir haben den Draco. Yeah. Genau darum ging es mir. Okay. Wieso? Wo war... Die Pilze. Die knuspern schon so ein bisschen. Ja, ja, geil, geil, geil. Der Teemo, der Teemo, der Teemo. Und die Riven. Sie will es wissen. Ich habe in 2 Sekunden meine Ulti. Mhm. Ich habe jetzt sogar meine Ulti. 100. Ah, es reicht nicht für eine komplette Kombination aus Q und Ulti. Aber, ich brauche ja einen guten Treffer, Alter. Auch nicht. What? Zack, erstmal CC't und dann rüber, Jungs. Erzähl mir nicht, dass sie nicht killen können, ey. Oh! Nein, Mann! Talon, stell dich doch bitte davor, den kleinen Jordel zu schützen. Das ist wichtig. Jeder Kill zählt, aber wir kommen richtig gut ran gerade. Na klar, der ist tot. Ja, Teemo fragt auch. Ich weiß es auch nicht. Aber die Moves hinterfrage ich jetzt hier nicht mehr. Lol, weil er mich gesmited hat, ist es sein Ernst. Hep! Haben wir das, Baby? Tja, ist er mit der Ulti weggesprungen.
Auch eine gute Sache, dass der neue Warwick das halt kann, ne? Der alte hätte das nicht gekonnt, der alte null Escape Moves. Aber der kann das so ein bisschen. Der kann das so ein bisschen timen. Ob er es als Engage oder als Disengage braucht oder. Genau, also der kann das komplett für sich abwägen, ne? Okay. Vamox. Vamox gehört mir. Und dann Dornpanzer. Ich find's geil. Dornpanzer ist ein cooles Item für diesen. Für diesen fetten Champion mit 4000 Leben inzwischen. Oh, das war eklig. Okay, er poolt durch. Kann nochmal sich ordentlich regenerieren. Ulti. Ja, die kommt. Die kommt, die kommt. Die kommt ganz gut. Ich denke, das passt, oder? Alter, verarschen. Verarschen. Komm! Oh, Junge! Wo ist denn Talon? Da ist er! Talon, genau! Dich brauchen wir! Bam! Shut down, that's it. Okay, wieso ist Talon hier zurückgesprungen? Wir müssen eigentlich weitergehen. Hier! Hopp! Ich mach schon meinen Damage, ne? Ich mach schon meinen Damage. Genau, jetzt läuft er nämlich hier hin. Man hätte sich den Weg gleich sparen können. Er steht 18 zu 25. Ich habe wirklich richtig Hoffnung, dass wir das gewinnen werden. Ulti, Ulti, Varus, Ulti. Ich brauche gleich die Ulti. Ich brauche jetzt die Ulti. Ich brauche eine perfekte Ulti. Schade. Hätten wir dann aber auch sofort getötet, das Mädel. Das kleine sexy Girl. 1550 für mein Dornpanzer und dann fühle ich mich schon ziemlich unbesiegbar. Also das Coole ist, man muss auch natürlich klar seinen Spielstil auch anpassen. Das Coole ist, ihr seid echt schwer zu töten, ne? Ist klar, Alter, ist klar. Und jetzt! Boom! Komm! Ich will den Djinn! Ich will den Djinn! Ich will den Djinn! Erzähl mir doch nix! Och Mann, wie hat er denn überlebt so close? Ey, hallo? Okay. Oh, shitty. Raus da. Oh, raus da. Brutal. Wie ist es ausgegangen? 1 zu 1. Dass der Djinn das überlegt hat. Ich habe sogar extra in die... Ich habe ja alle geschafft zu C10. Das war ganz cool. Also wirklich mit einem harten Stun. Dann bin ich... Oh, ich darf noch... Ich darf noch gar nicht zurück. Dann habe ich es geschafft, also über die Riven, glaube ich, die stand vorne, rüber zu flashen, um dann direkt mit der Q den Djinn zu treffen. Wer ist jetzt noch gestorben? Wladimir. Okay, 4-9, Alter. Ich habe am Anfang doch so einen guten Job gemacht. Eigentlich ist er auch fett. Ah, da ist er. Okay, Teemo müsste ihn haben. Och Gott, Alter, das glaube ich doch gar nicht. Ja, der Flash! Er braucht ja nur den Auto-Attack. Ja, und damit haben wir den Drake. Das war richtig geil gemacht von Teemo. Das war ein richtig schöner, wichtiger Drake. Die Gegner hier, Riven Top, Ahri in der Mitte, die werden uns den nicht klauen können. Ich habe hier ordentlich Schaden. Geil. Zweiter Ocean Drake. Die Gegner hätten jetzt schon 3 haben. Komm, haben wir das Baby. Bumm! Wieder die Kombination! Und bumm! Damit ist sie weg. Talon kommt hinterher auf jeden. Und jetzt entweder er ist tot oder... Scheiße, ey. Bam! That's...
That's the Panzer-Style. Wuppa Panzer-Style. Wupp, 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 wupp. Wuppa Panzer-Style. Okay, es geht ein bisschen mit mir durch. Aber es ist ein geiles Game. Puh, ich hätte. Ja, natürlich habe ich gedacht, komm, wir müssen positiv bleiben. So alles versuchen hier. Aber trotzdem, also schwierig, schwierig. Aber nicht unmöglich, wie man sieht. Man kann Spiele so krass umdrehen bei League. Da ist der Djinn, okay. Ari hat ordentlich was verhauen. Oh Gott. Die Ulti kommt sogar richtig gesnackt. Oh, das ist ein richtig geiler. Komm schon, komm schon. Ja. Nice. Boah, die Ulti von Varus auf Max Range. Schön in die Mitte der Gegner. Das war richtig cool. Genau, jetzt erstmal wegdeffen alles. Ich habe meinen Dornpanzer. Wir können. Ah, ich weiß. Okay, komm. Lass uns zurückgehen. Ja, komm, lass uns einfach zurückgehen. Und erstmal vernünftig shoppen. Boah, hallo? Shoppen. Geh zurück, Mäuschen. Versuchen wir mal zurückzugehen. Ist natürlich stärker, wenn ich jetzt einkaufe und dann natürlich mit stärkeren Items zurückkomme. Ey, es ist schon verrückt. 4360 Leben. Rüstung. Unbelievable. 69% Reduktion. Wie viel wird reflektiert? 38% bis 15% des ankommenden Schadens. Puh. Shit, Alter. Kriegen wir sie? Kriegen wir sie nicht? Das ist die Frage. Ich will mich auch ein bisschen immer um Djinn kümmern. Ich habe wieder meinen Flash, ne? Ich muss natürlich vorne stehen. Mir können sie gar nichts. Es macht auch keinen Sinn, dass die mich fokussen. Okay, Varus holt sich erstmal den Red Buff. Das ist ja auch richtig. Prinzipiell Teemo und Pilz. Cool. Gut gemacht von ihm. Ah, wenn er hier einen Pilz stellen könnte, das. Ja, genau, hier. Ah, okay, hier. Ah, okay. Oh, Varus kommt auch nicht. Er pusht. Er wird da. Ich finde es halt gefährlich, wenn er alleine ist. Er könnte leicht alleine dort sterben. Cool. Ich glaube, es läuft ganz gut, oder? Ja. Läuft es? Ah, ich bin gleich tot. Aber insgesamt ist Varus noch... Achso, unser Varus ist jetzt hier. Ja, geil. Ey, der Fight ging gut aus. Es hat sich auch gelohnt, dass er gesplitpusht hat. Einen mehr haben wir besiegt. Ja. I wanna win this game. Ba 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 ba. Wuppa Panzer Style. Bop. Wupp, 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 wupp. Wieso ist der noch gestorben? Oh nein, Leute. Wir haben den Fight doch nicht gewonnen. Ist der Djinn dahinter? Tatsächlich ist er. Er braucht Hilfe, verdammte Axt. Er ist woanders lang gelaufen. Ah, das Coole ist, mich können sie natürlich auch nicht leicht töten, ne? Oh, aber irgendwann schaffen sie es doch. Bam!
Der vierte Auto-Attack. Und Jin ist gestorben? Wieso das denn? Hä, es waren nicht mal Minions von uns da. Aber coole Sache. Ich freue mich ja, dass ich ihn gekillt habe. Wie sieht's jetzt aus? Varus steht AFK. Das ist nicht cool. Doch, jetzt ist er da. Varus ist da. Vladimir ist jetzt gleich da. Baron muss... Ward Baron, please. Talon gegen Ahri, ey. Ich glaube, dass Talon echt eigentlich ein guter Pick. Bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher, aber... Genau, jetzt Warden. Zack. Elder Drake. Der auch noch. Wenn er den wegsnipen kann, ne? Wenn er ihn wegsnipen kann. Oh, aber nicht jetzt. Ach, das dauert noch. Ja, das dauert noch. Der Pilz, der kommt auch ganz geil. Ja, und jetzt ein TP. Und, Alter, sie sind echt verscheucht. Sie sind echt Das ist ja ein Träumchen. Ey, ich komme. Nein! Varus hat nicht mal seine Ulti gezündet. Höp! 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 Okay, Coolio. Oh, shit! Crazy Swayze. Aber ich will wenigstens... Ich will den Elder Drake Buff behalten. Krass, dass wir den bekommen haben, ey. Mein Smite war in 0,2 Sekunden erst ab. Und wer hat den geholt? Vladimir. Korrekt, good job. Also so oder so ist es ein geiles Spiel. Auch wenn wir es jetzt verlieren. Es wäre natürlich klasse, das zu gewinnen. Aber auch so ist es ein Zuckerspiel. Varus, komm hier, ey. Ich glaube, dass wir Teamfights echt gewinnen können. Ich muss vielleicht irgendwie sehen, dass ich... Ah, shit. Jin hat sich zu schnell verzogen. Ich war kurz davor, wieder Q-Ulti rauszuhauen. Vielleicht hätte ich das mal machen sollen. Ulti in 80 Sekunden. Please. Ulti in 60 Sekunden. Eine Minute noch. Jetzt bloß nicht fighten, Freunde. Das ist aber ganz cool, dass ich die ganzen Buffs von denen klauen kann. Oh, sie sind wirklich am... Ich zeig's nochmal. Ulti in 40 Sekunden. Ich zeig das ja nicht umsonst. Jetzt holen die sich den Baron, ne? Ne. Cool. Einen einfach mal so besiegt. Die Teemo-Pilzchen. Die sind schon mega, ne? Alter. Jin schon wieder eine Mega-Bombe. Aber der Teemo macht keinen schlechten Job. Er hätte vielleicht nur nicht Supporter sein sollen. Als Supporter nochmal wen anders. Oh nein, ey. Was geht denn hier ab, ey? Was geht denn hier ab? Ich bin raus. Tschüss. Oder auch nicht.
Alter, wie sie mich latzen wollen. Und sie, ja. Ey, geil. Einfach nur Zucker. Ich bin weggekommen. 7, 3, 16. Alter, über die 16. Also bei ordentlich Kämpfen mit dabei gewesen. Bei den meisten sogar 7, 3, 16. Das heißt, bei 23 Kills war ich mit am Stissel. Ah, ich wäre... Ja, klar. Ist klar, ne? Ah, okay, ich glaube, das ist doch verloren. So ein bisschen die Bewegung im Team kann ich nicht ganz einschätzen. Wann der Schaden kommt, zum Beispiel jetzt wieder Talon gestorben und hat seine Ulti nicht eingesetzt. I don't know. Wo liegt der Plan, Talon? Vielleicht meldest du dich mal in den Kommentaren zu Wort. Aber auf jeden Fall, also nichtsdestotrotz, ein super geiles Spiel. Wir versuchen jetzt trotzdem tapfer zu deffen. Hilfe, Hilfe, Hilfe und nein, meine Ulti, habt ihr gesehen, Sejuani, die hat sich schon umgedreht und dann wurde ich gekillt. Schade. Aber Larissa, ich hoffe auch, du hattest natürlich jetzt hier deinen Spaß. Ich glaube, die Gegner beenden es jetzt. Sejuani ist so geil, ey. Ein richtig cooler Champion. Beweglich, viel Schaden, Skalierung, guckt euch das mal bitte an. 800 Schaden fast. In diesen 4 Sekunden. Das ist aber, das ist richtig geil. Richtig, richtig gut. Die Gegner beenden es. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ich bin euer Tomek. Macht's gut. Vielen Dank fürs Mitspielen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus. Ciao, ciao.